Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dibs, und heute steht der letzte heroische Boss an, der Kel'Thuzad, der Endboss quasi aus dem Naxxramas Ring. Und ich habe mir da, wie gehabt, schon mal wieder ein Deck vorbereitet. Ich will's hier mal mit dem Schaman probieren. Ich versuche ihm schnell seine Rüstung runterzuhauen und dann halt Bordkontrolle zu gewinnen und ihn dann irgendwann mit Kampfrausch oder halt mit dem Tjadius wieder zu finishen. Das ist so ungefähr mein Plan dahinter. Windzorn habe ich dabei, um halt Gegner auch doppelt angreifen zu lassen. Ich probiere es einfach mal. Ist jetzt der erste Versuch an dem Boss mit dem Deck. Doch allgemein der erste Versuch, den ich jetzt so an dem Boss mache. Hero Mode. Thrall gegen Kel'Thuzad! Endlich lernen wir uns kennen. Eure so, Mana-Flut habe ich auch dabei. Eure Drohungen lassen mich kalt. Ja, den Windzorn mache ich mal noch weg. Gucken, ob ich mir da vielleicht was Schickes, was Besseres ziehe. Kampfrausch haben wir schon mal. Okay, erste Runde, für die erste Runde habe ich nichts. Ziel ist es, wie gesagt, seine Rüstung schnell wegzumachen, damit er hier die Fähigkeit ändert. Denn sonst wird er mich wahrscheinlich relativ schnell tot zergen. So, zwei kann ich einen Totem spielen. Was haben wir jetzt hier? Wir haben zweimal Windzorn. Ich denke, ich werde gleich mal das Mana-Flut-Totem spielen. Oder die Wildgeister. Ja, wahrscheinlich die Wildgeister. Wildgeister. Ja. Weiter. Macht seine Fähigkeit mehr Schaden? Ich glaube, seine Fähigkeit macht einen mehr Schaden. Im Normal Mode waren es nur zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ich habe nur noch zwei Mana. Ich spiele den Zombie aus, den habe ich mal mit reingenommen. Im Grunde genommen ist er ja nicht so gut. Stellt beim feindlichen Helden 5 Leben wieder her, allerdings hat er ja am Anfang Rüstung. Das heißt, der ist ziemlich lange einsetzbar. Und er hat ganz gute Werte für eine 1er-Karte, meiner Meinung nach. So, jetzt muss ich hier aber mal was aufbauen. Ansonsten werde ich hier gleich das Zeitliche segnen. Bin mal gespannt, ob er mich angreift mit dem. Oder, also ob er auf mich geht oder aufs Totem. Ihr seht schon, er macht halt am Anfang der viel Schaden durch seine Heldenfähigkeit alleine, darum ist es das Ziel, die Rüstung schnell runterzukloppen. Allerdings ist es mir in dem Try jetzt bisher noch nicht so gut gelungen. Ich buff die Totems mal noch mit ein bisschen mehr Leben. Ich denke, die erste Runde wird wahrscheinlich auch daneben gehen. Okay, Windzorn. Können wir mit Windzorn hier vielleicht gleich mal irgendwie was machen, wenn er mich nicht immer einführen würde? Ein Leben haben wir noch. Ich denke, das wird nichts mehr werden hier. Spürt die Macht der Winde. Da. Da. Nee, das hat eigentlich keinen Sinn. Ich denke, ja, jetzt bin ich durch die Heldenfähigkeit gestorben. Das wird noch ein paar mehr Preise erfordern hier also. Dann bin ich mal gespannt, ob das Deck trotzdem irgendwie funktioniert. Ich denke schon.
So, nachdem ich mit dem Schaman irgendwie das Gefühl hatte, dass das da nicht so gut läuft, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mal auf den Priester umzusteigen, habe mir da ein Deck gebaut. Wie gewohnt blende ich euch das Deck rechts ein. Das Ziel mit dem Deck ist es, ja, wie gehabt beim Priester oder wie beim Priester oft üblich, halt sich eine Kreatur hochzubuffen und mit der halt ja, die Rüstung wegzumachen und halt ihn damit zu bezwingen. Halt mit wenigen Schlägen, dass er mir am besten die großen Kreaturen nicht übernimmt. Hier habe ich jetzt keine gute Starthand. Beziehungsweise Machtwort Schild ist ganz okay, aber der Rest ist irgendwie nicht so brauchbar gerade. Wichtig wäre, dass wir uns am Anfang vielleicht einen Lichtbrunnen ziehen, den wir dann halt ein bisschen hochwaffen können. Sieht sich da ganz gut an, der heilt uns dann im Gegenzug auch immer gleichzeitig noch hoch. Das waren jetzt so meine Ideen, als ich das Deck gebaut habe. So, was haben wir jetzt hier? Zahnmaschinen. Und gerade nicht so viel, um da irgendwie groß was gegen machen zu können. Okay, ich ziehe auch gerade irgendwie nur Mist. Glück heute vielleicht nicht so ganz auf meiner Seite. Mal gucken, ob wir das hier noch irgendwie geregelt kriegen mit den zwei Karten hier von ihm. Jetzt kommt noch der Gargoyle dazu. Wir haben 4 Mana. Beziehungsweise 5 jetzt die nächste Runde. Da ist der Lichtbrunnen. Ja, Lichtbrunnen oder Licht. Gut, ich glaube, ich nehme die Brut. Weil ich auch gar kein inneres Feuer habe, um den Lichtbrunnen hochzubuffen. Ja, wichtig ist halt, dass man wieder ja, die übliche Kombination aus Machtwort Schild, dann dieses Leben verdoppeln und inneres Feuer zieht. So, da ist die erste Runde auch schon vorbei. Schaffen wir nicht mehr hier, irgendwie gegen zu heilen oder so. Ich werde auch gleich in die nächste Runde springen, denke ich.
Anduin. So, auf ein neues. Endlich lernen wir uns. Ah, das ist eine schöne Starthand. Lichtborn, Klerikerin. Und für Runde 3 hätten wir den guten, aber den mache ich mal weg. Vielleicht kriegen wir da noch was Besseres. Heilige Nova, nee. Oh, und noch eine. Okay, dann spiele ich in der ersten Runde eine Klerikerin aus, zweite Runde Lichtborn. Ich hoffe, ich habe Glück und er hat nichts, um die kaputt zu machen. Nee, hat er nicht. Sofort. So, weiter geht's. Ich bin Klerikerin. Dritte Runde können wir nichts machen. Außer Heilung. Genau, heilen wir uns selbst. Sofort. Und einmal angreifen, weiter. Ich hoffe, dass die hier jetzt mal ein bisschen am Leben bleibt. Dass wir da schön Karten rausziehen können. Ah. Und der Frostblitz. Okay, jetzt Lichtbrut. Weiter. Die Klerikerin hebe ich mir mal noch ein bisschen auf. Vielleicht kriegen wir dann auch eine gute Situation, um mal richtig Karten zu ziehen. Nächste Runde können wir den Gurubashi Berserker ausspielen. Oder den dunklen Kultisten. Nee, ich mach's mit dem Gurubashi Berserker und greif ihn an. Versuch's jetzt mal schnell zu machen. Und hoffe dann auf eine gute Situation, um wie gesagt schön viele Karten zu ziehen. Okay, die macht er kaputt, alles klar. Jetzt, Die Verdammten stehen bereit. Buff ich hier. Okay, jetzt haben wir hier eine schöne Kombination. Das ist doch schick. Buffen wir den mal auf 14-14 hoch und läuten die nächste Phase jetzt einfach mal ein. Er kann noch keinen übernehmen. Allerdings kommen jetzt natürlich die großen Spottkarten, denen wir irgendwie jetzt gut umgehen müssen. Okay, im Grunde genommen, wenn wir den kaputt machen, macht er 2 Schaden. Der geht kaputt und die beiden haben noch 3. Das ist ganz gut. Das wäre ganz gut. Machen wir das mal so. Stimmen wir den erstmal. Und jetzt haben die beiden 3. Jetzt mit der Holy Nova. Genau. Das machen wir jetzt so. Wir spielen die Klerikerin. Mein Schicksal ist besiegt. Machen einen kaputt. Oder machen wir einen kaputt? Wie spielen wir das jetzt? Meine Geduld wird nicht ewig. Bin gerade am Nachdenken, ob ich es jetzt, ich glaube, ich mache es jetzt mal so. Jetzt werden wir uns nämlich richtig Karten ziehen. Okay, da haben wir jetzt richtig Glück gehabt, ein Schattenwort tot. Inneres Feuer noch dazu. Den Todesfürst, okay. Das ist super. Jetzt können wir mit Schattenwort tot noch einen hiervon wegmachen. So. Er kann noch keine Heldenfähigkeit machen. Das heißt, wir machen jetzt den da. Der da müsste noch einen Damage mehr machen. Das wäre cool, aber das ging gerade nicht hin. Das heißt, wir spielen noch den Todesfürst aus. Ich fürchte, genau, wir spielen noch den Todesfürst aus. Und den schicke ich da jetzt nochmal rein. So. Ah, das war super, dass er noch die Lichtbrut gebufft hat. Wenn es jetzt gut läuft, dann könnte das jetzt vielleicht klappen. 15. Was haben wir jetzt hier noch so an Karten? Okay, ich will die Lichtbrut auf jeden Fall nochmal hochheilen jetzt hier. Okay, jetzt ist sie voll geheilt. Kann den nochmal buffen hier. So. Okay, Kreis der Heilung. Wir haben jetzt 19. Inneres Feuer könnten wir auch noch. Heil den nochmal hoch, ich ziehe mir nochmal eine Karte. Verdoppeltes Leben, super.
Doppeltes Leben. Verdoppeln der Lichtbrut nochmal das Leben. 38. Reicht das? 38 auf ihn. 4 Damage noch. 4 Damage noch. Wo kriegen wir jetzt 4 Damage her? Oh Mann. Wir brauchen noch 1 Damage, Leute. 1 Damage. Heiliges Feuer für die nächste Runde. Ich glaube, das wird's. Ich hab's irgendwie ein Gefühl. Okay, er klaut uns eine Karte. Den Todesfürsten. Den müssen wir jetzt wegkriegen. Dafür benutzen wir Heiliges Feuer. Und dann... die 38 in die Fratze, würde ich sagen. So. Gut. Damit haben wir den Boss bezwungen. Na super. Das hat jetzt also richtig lange gedauert. Der war... meiner Meinung nach ziemlich schwer, also für mich jetzt. Gehört ein ganzer Haufen Glück dazu. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Niedergang von Naxxramas, einen neuen Kartenrücken. Super. Schickes Ding. Das heroische Naxxramas ist gefallen. Feiert euren Sieg mit einem neuen Kartenrücken. Ja, ich denke, den werde ich auch benutzen. So, das freut mich natürlich. Was passiert hier jetzt noch? Geht dann nochmal alle durch. Haben wir die Animation nochmal. Ich glaube, das ist die gleiche, die wir am Anfang auch schon mal hatten, oder? Im Normal Mode. Oder hat er jetzt hier ein blaues Auge? Ich weiß nicht, ob er das vorher auch schon hatte. Ja. Ja, gute Sache. Tolles Ding. Ja, kurzes Fazit. Ich finde, das ganze Naxxramas Gedöns hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Allerdings sind einige Bosse doch schon ganz schön krass vom Glück abhängig. Was allerdings im Kartenspiel eigentlich auch nicht verwunderlich ist, denn in den meisten Kartenspielen geht es halt irgendwie um Glück und in Hearthstone ist es halt so, dass man sein Glück dadurch minimieren sollte, dass man halt sich gute Decks baut, also auf jeden Fall akzeptabel. Die Balance von dem Ganzen ist, finde ich, sehr gut gelungen. Der Normal Mode ist ja so angenehm spielbar, würde ich mal sagen. Die HCs sind teilweise wirklich schon ziemlich schwer und man braucht schon einiges an Versuchen und man muss sein Deck immer wieder anpassen. Das ist den Jungs von Blizzard auf jeden Fall gut gelungen. Dann die Challenges sind auf jeden Fall auch ziemlich abwechslungsreich und ja, könnten allerdings hin und wieder mal ein bisschen fordernder sein, meiner Meinung nach. Also die hat man ja in der Regel auch im ersten oder zweiten Try geschafft. So, kommen wir zum Preis. Ja, das Ganze kostet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 22 Euro für alle Flügel und 6 Euro für jeden einzelnen Flügel. Das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Die einen haben halt mehr Geld, die anderen weniger. Für mich als Student ist das halt schon ganz schön teuer. Allerdings hat man natürlich auch die Alternative, sich das Ganze für Gold frei zu kaufen. Das heißt, entweder man kauft sich die Flügel einzeln für 700 Gold oder halt alles für 3500 Gold, also quasi zusammengerechnet. Ich finde, das ist auf jeden Fall nicht zu viel verlangt für das Ganze, weil man kriegt auch einen ganzen Haufen an Karten, wenn man Nax durchspielt, und das Gold, wenn man jeden Tag seine Dailies macht, dann hat man das in ungefähr einer Woche und ein paar Tagen hat man das auf jeden Fall zusammen mit wenig Aufwand. Also für mein Verständnis ist es auf gar keinen Fall irgendwie ein Pay-to-Win-Kram oder so. Also das haben sie auf jeden Fall gut hingekriegt von der Balance her. So, jetzt stellt sich noch die Frage zu meinem Kanal, wie das hier weitergeht. Ich muss sagen, von Hearthstone habe ich jetzt momentan erstmal so ein bisschen genug. Da werde ich jetzt erstmal eine Pause machen und auf meinem Kanal jetzt erstmal da nichts Neues groß anfangen. Ja, ich werde mich dann jetzt erstmal anderen Projekten widmen. Hab da schon so ein bisschen was in Planung. Das werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das Video jetzt seht, auch schon angelaufen haben. Also das wird dann schon angelaufen sein und ihr werdet das schon sehen können. Dann, ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, was ich zu Hearthstone auf jeden Fall noch machen will, ich spiele das ja nebenbei noch weiter und mache meine Dailies. Und werde da hin und wieder mal so ein Pack-Opening oder sowas zeigen, denke ich, wenn ich mal ein bisschen Gold über hab. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Und bin super froh, dass ich das Projekt jetzt hier abgeschlossen habe. Und ja, hoffe, dass ihr bei den nächsten Projekten wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.